In der Notaufnahme bringt der Leitersturz eines Tierpflegers schwere Vorwürfe mit sich. So, was ist passiert? Genau, Sie sind von der Leiter gestürzt. Genau, ich war am Arbeiten. Okay, und wo arbeiten Sie? Im Tierpark hier. Okay. Und ja, ich war auf der Leiter, hab Äste geschnitten. Ich hab den Sozialstundenklopper gesagt, dass der die Leiter festhalten soll. Und dann, nach kurzer Zeit, lag ich dann auch schon auf dem Boden. Ich bin mir sicher, dass er mich geschubst hat. Sicher, dass er Sie geschubst hat? Okay, wo sind Sie denn draufgefallen? Hier auf die Schulter. Da haben Sie Schmerzen, ne? Gucken wir uns das einmal an. Das ist aber auch blau. Ja. Ist zu weh? Ja, ja. Gut, das werden wir röntgen müssen. Der Vorwurf, den Herr Grün hier machte, der war natürlich schon wirklich hart. Ich meine, seine Schulter sah auch wirklich ziemlich demoliert aus. Und wenn er da wirklich von der Leiter geschubst worden sein sollte, dann ist das natürlich nicht ohne. Wir wussten zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, was wirklich hinter diesem Verdacht steckte. Können Sie die Hand bewegen? Nur die Hand? Mhm. Die Finger? Okay, sehr gut. Sind Sie sonst noch irgendwo drauf gestürzt? Ja. Direkt auf den Boden. Okay, auf den Kopf? Nee, Kopf gar nicht. Haben Sie sonst irgendwo Schmerzen? Ja, mir geht's generell heute nicht so gut. Grippe, schätze ich, oder sowas. Nichts Wildes. Ach, Marc, hättest du zu Hause bleiben können. Warum quälst du dich denn zur Arbeit, wenn es dir nicht gut geht? Wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Was haben Sie denn sonst noch für Symptome? Mir ist übel. Ich hatte heute Morgen, ich hatte Durchfall auch. Okay, haben Sie sich erbrochen? Nee. Nicht, okay. Also es war wirklich Durchfall. Mir ist zwar auch ein bisschen schwummerig schlecht, aber es geht. Wollen Sie sich einmal hinlegen? Dann gucke ich mir einmal den Bauch an, wenn Sie jetzt schon mal hier sind. Herr Grün war sich sehr sicher, dass er nur auf die Schulter gefallen ist und sich sonst nirgendwo verletzt hatte. Natürlich ist das bei Patienten immer mit Vorsicht zu genießen, da es oft passiert, dass Patienten es nicht richtig realisieren oder im Schockmoment nicht merken, dass sie noch woanders Schmerzen haben und das erst mit der Zeit dann auch kommt. Nicht erschrecken, ich höre einmal den Bauch ab, ja? Aber Marc, was war denn da mit dir und Kevin los? Ja, was soll das sein? Der wollte einfach Geld von mir. Ich habe einfach keine Lust, für etwas zu bezahlen, worauf ich gar keine Lust habe, was ich gar nicht benutze. Ich trinke doch noch nicht mal Kaffee. Ja, aber das machen wir doch regelmäßig, dass wir da einmal sammeln für die Kaffeekasse. Damit jeder was dazu gibt, damit wir alle Kaffee trinken können. Ist das denn Pflicht? Muss ich das denn machen? Achtung! Warum? Das ist natürlich nicht. Wir machen einmal Willst du ihn jetzt verteidigen, hier? Oder? Das hat auch nichts mit Verteidigung zu tun. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Kevin dich da wirklich von der Leiter geschubst hat. Guck dir den kleinen Kriminellen doch mal an. Ja, wir machen nicht umsonst Sozialstunden. Aber die Sozialstunden haben doch nichts damit zu tun. So, nicht erschrecken, es wird einmal kalt. Kollegin Leonie bezweifelt zwar, dass Tierpfleger Marc von dem vorbestraften Mitarbeiter absichtlich verletzt wurde, nur weil er kein Geld in die Kaffeekasse einzahlen wollte. Doch die 30-Jährige fragt sich auch, was stattdessen zu dem Sturz von der Leiter geführt haben könnte. Hast du irgendwas Schlechtes gegessen? Kann sein, dass sich einen Magen verdorben haben? Nicht, dass ich wüsste. Okay, also man sieht jetzt im Ultraschall erstmal nichts akut Entzündetes. Das ist schon mal gut. Ich würde mich jetzt erstmal um ihre Schulter kümmern. Wir müssen gucken, ob es gebrochen ist, ja? Ja. Und danach gucken wir mal, wie es ihnen dann geht. Vielleicht haben sie sich wirklich nur den Magen verdorben. Ja? Ja, hast du es angemeldet? Jawohl, dann ist alles angemeldet. Ich würde Sie jetzt einmal rüber zum Röntgen fahren. Ja. Herr Grün klagte auch über Schmerzen im Abdomen. Nach der ersten Untersuchung und nachdem ich mich genau mit ihm darüber unterhalten hatte, war mir eigentlich klar, dass es am Sturz nicht liegen könnte. Deswegen war die Schulter dann erstmal wieder im Vordergrund und wichtiger. Trotzdem hatte ich natürlich diese Bauchschmerzen immer noch im Hinterkopf. Und hinterher sollte sich herausstellen, dass das eigentlich eine gute Idee war. Einmal in die Radiologie. Hallo. Einmal an. Okay. Was ist mit deinem Arm? Geht's dir gut? Das ist deine Schuld, Mann. Für meine Schuld, Alter. Willst du mich verarschen? Herr Grün, wir fahren jetzt erstmal in die Radiologie. Ist das doof, dass der Leithof zu Gott ist? Leonie, geht's dir gut? Ja. Ehrlich? Ja, hast du dich nicht verletzt? Nein, alles gut. Marc ist jetzt wichtig, wirklich. Scheiß auf Marc, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Ja, wirklich. Haben Sie sich auch verletzt? Ich bin sich auch verletzt, doch. Aber es ist alles gut, wirklich. Okay, ja, alles dann sagen Sie Bescheid. Nein, dann können wir einmal. Okay, gut. Soll ich die Stützen oder so geben? Alles gut, danke. Sie sind der Kollege, der mit dabei war? Ja, der ist von der Leiter geklatscht schon. Okay. Gut, Sie können einmal hier Platz nehmen, ja? Dann können Sie warten. Ich sag Bescheid, wenn er wieder da ist, ja? Dankeschön. Ob Marks Kollege wirklich mit dem Leitersturz und eventuell auch mit seinen unklaren Bauchschmerzen zu tun hat, kann Miriam Dietz vielleicht nach dem Röntgen herausfinden. Doch zuvor steckt die 43-jährige Eva in einer misslichen Lage und sucht daher die Hilfe der Ärztin. So, Röntgen, nehmen Sie Platz. Was passiert? Ja, beim Tropfen in der Vase
ist es passiert. Ich glaube, meine Hand ist angeschwollen oder so. Ich krieg die da nicht mehr raus. Okay. Zerschlagen kann ich die auch nicht, weil ich Blutverdünner nehme. Ich war heute Morgen noch beim Arzt und mein Quickfall war auch sehr schlecht. Ah, ja, deswegen habe ich jetzt richtig Angst. Okay, wofür nehmen Sie die Blutverdünner? Ich hatte eine Thrombose. Okay, hat der Arzt die Tabletten dann umgestellt jetzt wegen dem Quick? Hat er. Okay, gut. Das dauert ja ein paar Tage, ne? Ja. Sollen wir mal versuchen, oben einzufetten? Ja, ist das Beste, ne? Kaputt machen ist ja nicht so eine gute Idee. Eigentlich nicht. Bei Frau Röttgen muss man sagen, dass sie natürlich, hätte sie sich geschnitten, wahrscheinlich ein Fall für die Notaufnahme geworden wäre. Je nachdem, wie tief Schnittverletzungen sind, müssen sie natürlich gereinigt und dann auch verschlossen werden. Hier war es ein bisschen speziell, weil sie sozusagen kam, bevor der Schaden entstanden war. Bei ihrem Problem oder ihrer Vorgeschichte war es dann aber doch verständlich. Halten Sie die Hand mal nach oben, dann läuft das Blut raus. Ja. Ich halte fest. Ich mir mal. Kommst du drunter? Da wäre ohne Handtuch besser, ne? Ja, ich glaube auch. Wir können ja gleich mal versuchen, dass wir das Handtuch vielleicht an die Seite schieben können. Mhm. Weil ich bin jetzt schon gut drin. So, passen Sie auf, ich ziehe das Handtuch mal ein bisschen. Und jetzt müsste es eigentlich mit... Genau. Zieht ein bisschen. Ja. Sehen Sie. Oh, so. Sogar wunderbar. Ganz geblieben. Dankeschön. Ich will das mal hier rein. Äußerliche Verletzung. Alles bewegen können Sie auch, ne? Ja, alles vielleicht gut. Ein bisschen angeschwollen jetzt. Sollte man sich jetzt die Finger oder die Hand in irgendeinem Gefäß oder sonstigem klemmen, kann man natürlich erstmal versuchen, sich selbst daraus zu befreien. Das geht immer ganz gut, indem man es entweder unter kaltes Wasser hält oder Spülmittel. Ist dann auch noch mal immer so ein gutes Mittelchen oder irgendwelche fettenden Cremes. Damit kriegt man das meistens schon ganz gut hin. Sollte es der Fall sein, dass das trotz alledem nicht hilft und man wirklich merkt, dass die Blutzufuhr unterbrochen ist und dass man vielleicht schon Taubheitsgefühle hat, dann muss man wirklich zum Profi und dann kann man auch wirklich mit solchen Sachen in eine Notaufnahme kommen. Meine Faust machen. Okay, irgendwo Schmerzen? Nein, nein, alles gut. Kühlen Sie es am besten zu Hause? Ja, drückt nur noch ein bisschen, aber... Und ja, das ist normal. Glück gehabt. Ja. Das Missgeschick mit der Vase bleibt für die Patientin erfreulicherweise folgenlos. Dagegen bereitet der gestürzte Tierpfleger dem Klinikpersonal nach dem Röntgen große Sorgen. Denn bei der Besprechung der Schulteraufnahmen scheint sich dessen Unwohlsein zu verschlimmern. So, Herr Grün, dann packen wir Sie jetzt mal hin. Herr Grün, es gibt gute Nachrichten. Ich habe Ihre Bilder nämlich gerade schon angeguckt. Nichts gebrochen. Sie haben Glück gehabt. Ist nur geprellt. Das heißt, kühlen, schonen, hochlagern und dann dauert das was, aber es geht wieder weg, ja? Muss nichts gemacht werden. Okay. Ja. Geht das so? Wie geht's Ihnen inzwischen? Gar nicht. Gut. Okay. Schlecht? Ist Ihnen schlecht? Ja, ja. Oh je, okay. Dann zeige ich Ihnen mal direkt, wo das ist. Okay. Ich gehe einfach mal hier links rum. Ich gehe mal eben hinterher. Ja, bitte. Mitten in der Besprechung ist Herr Grün ja aufgesprungen von der Liege und zum Klo gerannt. Ihm ging es ja wirklich offensichtlich nicht gut. Ich bin dann direkt hinterher und ja, was soll ich sagen, sein Zustand war wirklich besorgniserregend. Herr Grün, was ist denn los mit Ihnen? Mir ist einfach schlecht. Ich schwindelig so. Was war das? Ja, also gerade auch ganz heikel auf der Toilette im Badezimmer. Also er hat sich wirklich schallartig übergeben. Und Sie klagten auch über, dass sie schwindelig ist, ne? Sie doppelt, keine Ahnung. Sie sehen doppelt? Mhm. Okay, Herr Grün, was haben Sie gegessen? Nichts Besonderes eigentlich. Wir haben gestern auf Filmkosten beim Japaner bestellt. Da hat der Marc Sushi gegessen. Okay. Ja, vielleicht vom Sushi? Naja, ich meine, das können Sie sagen, Sie haben Doppelbilder. Und Erbrechen, Durchfall. Die Kollegin von Herr Grün erzählte dann, dass in der Firma Sushi gegessen wurde am Tag vorher. Da war natürlich sowieso der erste Verdacht einer Lebensmittelvergiftung. Herr Grün hatte allerdings auch über Doppelbilder geklagt, was bei mir dann eine andere, noch dramatischere Verdachtsdiagnose auslöste. Haben Sie das Gleiche gegessen wie er? Nee, ich habe vegetarisch gegessen, Marc hat Sushi gegessen. Was die anderen gegessen haben, weiß ich auch nicht. Okay, hat sonst noch irgendjemand Sushi gegessen? Sonst rufen Sie mal die Kollegen bitte an. Ja. Und fragen, ob es irgendjemandem auch schlecht geht. Dann kümmere ich mich da jetzt an. Ja, das wäre super, wenn Sie einfach mal abtelefonieren. Ja. Dankeschön. Gerne. Herr Grün, es kann passieren, dass Sie sich mit Fisch vergiftet haben. Ja, wenn Sie das jetzt mit den Doppelbildern sagen und so, wie Sie sich fühlen, kann das sein, dass Sie unter Botulismus leiden. Also, dass Sie sich mit einem Bakterium infiziert haben. Das heißt, ich würde Sie jetzt einmal auf Intensivstation aufnehmen, so wie es Ihnen geht, und dann kriegen Sie von uns Medikamente dagegen. Ja. Botulismus ist ein Krankheitsbild, was ausgelöst wird durch bestimmte Bakterien, die Toxine, also Giftstoffe, freisetzen, die dann in unserem Körper bestimmte Vorgänge hemmen. Dadurch kommt es
zu solchen Erscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder auch Doppelbilder. Im weiteren Verlauf kann es dann zu Lähmungen der Muskulatur kommen, im schlimmsten Fall zu Lähmungen der Atemmuskulatur, woraufhin der Patient dann natürlich erstickt und dann daran verstirbt. Ja. Ich komme mit. Tierpfleger Mark wird intensivmedizinisch versorgt und kann durch die schnelle Behandlung nach 2 Tagen auf die Normalstation verlegt werden. Dort stoßen die Ärztin und dessen Kollegin auf einen verstörenden Hinweis, wie es zu der Vergiftung und Marks Arbeitsunfall kommen konnte. Dem geht's besser. Sollen wir einmal hingehen? Hatten Sie Ihre Kollegen erreicht eigentlich? Ja, habe ich alle erreicht. Hat kein anderer Symptome gezeigt. Niemand? Nein, gar nicht. Okay. Sollen wir einmal reingehen? Ja, gerne. So, ich höre aber auch schon was. Ja, du bist doch eh kriminell. Du hast für Kriminelle Probleme. Hallo. Ich mag den Job, aber ich habe keinen Bock mehr auf noch mehr Sozialstunden. Unterstell mir so eine Scheiße nicht. Hallo. Was ist denn bei euch? Können wir uns einmal beruhigen? Er unterstellt mir, ich hätte ihn von der Leiter geschubst. Leute, bitte. Schon wieder dieses Thema? Ey, du bist da runtergeknallt und das weißt du selber auch, Mann. Natürlich nicht. Natürlich doch, Mann. Dein Geiz hat dich da runtergeschubst, ey. Können bitte mein das in Gott. Einem anderen Ton regeln? Was für ein Geiz? Was laberst du von Geiz? Du hast gar keine Ahnung. Dicker, du frisst schon altes Sushi aus dem Mülleimer. Was ist los mit dir? Was für Sushi aus dem Mülleimer? Ja, was für Sushi? Ist doch so. Du kratzt irgendeinen Müll aus dem Mülleimer und frisst das. Du hast Sushi ohne Scheiß, aus dem ey. Was für Leid. Herr Kevin, warum erzählst du es denn nicht vorher? Nein. Herr Grün, vielleicht wollen Sie sich auch einfach mal eingestehen, dass es Ihnen so schlecht ging, dass es schon sein kann, dass Sie von der Leiter gefallen sind. Ja. Ne. Ah, also vielleicht kann es sein, dass ich ein bisschen Sushi noch nachträglich gegessen habe. Sag bloß, und du willst mir sowas unterstellen? Weißt du, was ich für Probleme kriegen könnte, Alter? Ohne Scheiß, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Kevin, ich glaube, wir wissen jetzt, dass du nichts gemacht hast. Aha, ja. Danke. Ich glaube, dann ist es jetzt auch besser, wenn du erstmal nach Hause gehst. Ja, warte, bevor du gehst. Es tut mir leid, Mann. Ja, wenigstens rückst du jetzt mit der Wahrheit raus, ne? Das ist halt nicht die schönste Angelegenheit. Gut. Trotzdem Sache geklärt. Gute Besserung. Tschüss. Tschüss. So, Herr Grün. Ihnen geht's ja schon was besser, ne? Mhm. Ich habe gerade eben von Ihrer Kollegin gehört, dass den Kollegen allen gut geht, die auch Sushi gegessen haben. Also, ja. Sie sind der Einzige, der anscheinend sich da irgendwie was eingefangen hat, ne? Es war ja jetzt tatsächlich, wie wir vermutet hatten. Botulismus. So, Marc, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist los bei dir? Warum isst du vergammeltes Sushi? Ja, momentan läuft's einfach nicht so gut bei mir. Ja, aber was ist denn passiert? Was läuft nicht gut? Ja, ich habe einfach Scheiße gebaut. Ich habe ein Erbe angenommen. Beziehungsweise ich dachte, es wäre eine gute Idee. Ich habe Schulden übernommen von meinem Onkel. Der ist gestorben und jetzt bezahle ich mich dumm und dämlich. Ich habe das angenommen, ohne mir das gut durchzulesen. Das sind 10.000 Euro. Seit 2 Monaten bezahle ich diese 10.000 Euro ab. Das ist aber kein Problem. Eine Freundin von mir ist das Gleiche passiert. Und da konnten wir das Erbe auch noch im Nachhinein ablehnen. Wie ablehnen? Naja, wenn du ein verschuldetes Erbe annimmst, Marc, dann kann man das rückwirkend wieder abtreten. Ja, aber ich habe doch schon angefangen zu bezahlen. Ja, aber dann gehen wir zum Anwalt. Dann kümmern wir uns darum, dass du das Erbe wieder abtrittst. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier 10.000 Euro abbezahlen musst und selber nichts mehr zum Leben hast. Dann wird das auch alles schon wieder bergauf gehen. Das ist einfach eine Scheißzeit aktuell. Aber wenn du das sagst... Ja, da kümmern wir uns dann schon drum. Ich kann dir ja helfen, dich ein bisschen unterstützen. Aber es ist noch lange kein Grund, da irgendwie Sushi aus der Mülltonne zu essen. Und Kevin die Schuld zu geben, dass er dich da runtergeschubst hat. Wir sind alles Kollegen. Wir sollten schon dann zusammenhalten, ne? Ja, ich hatte auf jeden Fall ein paar Vorurteile. Das kann ich nicht abstreiten. Hören Sie auf Ihre Kollegin. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Sie haben Glück, dass es Ihnen jetzt besser geht. Medikamente wirken, Blutwerte werden besser. Ja. Ne, der kurze Ausflug auf die Intensivstation hat Sie vielleicht auch was gelehrt. Ja. Dass man verdorbene Lebensmittel nicht essen sollte. Und dann können Sie in ein paar Tagen auch nach Hause, ja? Tut mir leid, dass ich Ihnen da auch die Umstände gemacht habe. Ja, das müssen Sie sich nicht entschuldigen. Alles gut, dafür sind wir da. Patient Mark hat die Vergiftung gut überstanden und auch seine Schulterprellung ist ausgeheilt. Mit der Hilfe seiner Kollegin und eines Anwalts konnte der Tierpfleger von seinem Erbe doch noch zurücktreten und musste die hinterlassenen Schulden seines Onkels nicht begleichen.